im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, er sei mit euch. Und mit meinem Geiste. Gemäß meinem Vater für Verstorbenen, O.G. Meier. Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder in der Ferne, aber doch miteinander verbunden. Verbunden, nicht von uns aus, möchte ich sagen, obwohl die Technik von unserem Haus ausstrahlt, aber verbunden durch den, auf den wir schauen. Lass mich deine Leiden singen. Könnten wir es nicht auch so überschreiben, lass mich über deine Liebe singen. Ich kann dich leiden, ein Wort, das alltäglich manchmal gesprochen wird zu jemand, um ihm Mut zu machen und zu sagen, es ist gut, dass es dich gibt, ich kann dich leiden. Herrlich, hier spricht das heraus, worum es eigentlich in Liebe geht. Die Geburtswehen einer Mutter sind die Wehen der Liebe zum Leben des Kindes. Und so könnte man dieses Bild fortsetzen. Wenn wir es auf ein Plakat schrieben, links Liebe, rechts Leiden, was würden wir da in die Mitte stellen? Ist es die Kraft, die Macht, sich hineinzugeben? Aber da kommen wir schon wieder in dieses Wechselspiel. Auf der einen Seite, wie wir es jetzt erfahren, wie viel Gutes hineingelegt wird. Aber in dieser Kraft und Macht liegt auch das andere, das wir heute auch heraushören. Einer wird mich verraten. Und zutiefst ist Jesus erschüttert. Erschüttert über den sogenannten Freund, der ihn verrät und der auch vielleicht hineingezogen ist in eine Tat, die ihn nachher traut. Ja, gehen wir hin zu dem, der uns leiden kann und aus Liebe uns alle schenkte, damit wir in ihm nicht nur Hoffnung, sondern Versöhnung und Vergebung finden. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns da allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns bitten. Allmächtiger, ewiger Gott, hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen, dass wir von dir Verzeihung erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen, als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte
Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht liegt beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stätte Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht,
und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott in ihm sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du wirst für mich dein Leben hingeben. Amen, amen, ich sage es dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Vieles sagt uns heute die Schriftstelle aus dem Johannesevangelium. Eines möchte ich mitnehmen in das Gebet. Als Jesus hinausging, war es Nacht, wo man nichts mehr sieht, wo es auch kein Licht gibt. Schauen wir auf die Menschen, für die diese Zeit auch zur Nacht gilt, auch beim hellen Tag, die eigentlich nicht mehr weiter wissen und vielleicht gerade in ihrer Sterbestunde ganz schwer hinein in diese Nacht gedrängt sind. Herr, schenke ihnen Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns Menschen heute, die wir denken können, dass es diese Nacht gibt, ich denke an alle, die hilfsbereit sind, Menschen in dieser Nacht zu helfen, durch all die Möglichkeiten, die uns in dieser modernen Welt geschenkt sind. Herr, stärke sie bei ihrem Tun. Wir erbitten dich, erhöre uns. Herr, blicke auch auf uns, die wir von dieser Nacht noch nicht erdrückt sind, sondern sie vielleicht auch gar nicht sehen. Aber lass uns entdecken, wie es oft heißt, dass es am Ende des Tunnels schon Licht gibt. Mit dieser Hoffnung lass uns alle in diese Zukunft gehen, mit dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Nacht ist es auch geworden, von der einen Seite betrachtet, für Hertha Schönecker. Sie ist gestorben. Wir wollen jetzt für sie beten, dass sie dieses Licht Gottes umfangen möge und ihr eine ewige Heimat bei ihm geschenkt werde. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, vieles haben wir dir zu sagen. Unser Herz denkt an viele Menschen. Nimm sie hinein in deine heilende, uns immer neu schenkende Liebe, heute bis hinein in Ewigkeit. Amen.
schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde unserer menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen ist er in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Lasset uns bieten. Sei uns gnädig, Herr, unser Gott, und siehe auf die Opfergabe deines Volkes. In dieser Feier schenkst du uns Anteil am heiligen Mahl. Führe uns auch zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiler. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig.
den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, voran Behinderte, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes. Der Bruder, Jesus Christus, nimmt uns mit zum Vater. Lasst uns zum Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
tröste uns, der allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung, so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allzeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und sieht, wie gut der Herr ist.
lasset uns bitten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mal die Gabe des Heiles geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gottes Segen möge uns begleiten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, unser Vater, schau gnädig herab auf deine Familie, für die unser Herr Jesus Christus sich freiwillig in die Hände der Sünder überliefert und die Marter des Kreuzes erduldet hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.